Erstens einmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier vortragen darf. Und ich erkläre euch kurz einmal, was der Vortrag wieder hier abläuft. Ich zeige euch kurz, was aus meiner Sicht überhaupt Data Science ist. Es gibt ja viele Buzzwords und man weiß ja nicht immer, was das eine bedeutet und was nicht. Ich möchte euch dann kurz über die VLAN Data Science Group erzählen und warum wir Data for Good veranstalten. Das heißt auch, ich werde euch ein bisschen erzählen, was man mit Algorithmen alles schlecht machen kann, um euch dann zu zeigen, was man dann auch Gutes damit anfangen kann. Es tut mir leid, die Slides sind auf Englisch, aber ich glaube, wenn es Fragen gibt, gerne auf Deutsch. Also Vienna Data Science Group, wir sind ein Verein, wir sind ein Netzwerk an nicht nur Datenwissenschaftlern, sondern allen, die halt daran interessiert sind, ob es jetzt Studenten sind oder Quereinsteiger oder einfach jemand, der neugierig ist. Und wir kommen aus den verschiedenen Feldern, akademischen Feldern. Ich bin zum Beispiel Mathematikerin. Eigentlich eine Ausnahme. Die meisten Leute sind eher Informatiker oder Statistiker. Es gibt auch Volkswirtschaftler und Leute aus den Domain-Expertisen, also Biologie, Psychologie und Social Sciences. So, und innerhalb dieses Vereins haben sich ein paar Leute zusammengetan, die Initiative Data for Good gegründet haben. Und warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, weil wir sehen, dass das, was wir Artificial Intelligence nennen, das gibt es jetzt überall. Und das hat einen Einfluss auf uns allen. Und wenn es uns alle beeinflusst, sollten wir auch alle mitbestimmen, was damit passiert. Und damit wir alle mitbestimmen können, müssen wir auch alle verstehen, was das überhaupt ist. Okay, und wir haben ein paar Konzepte, was dazu alles gehört. Erstens einmal accessible. Das heißt, alle sollten Zugang zu Data Science haben. Es soll möglich sein für alle, nicht nur für die großen Konzerne oder mächtigen Regierungen, Data Science Tools oder KI Tools oder was immer einzusetzen. Das ist das eine. Und das zweite ist, es sollen, kurze Frage, wenn ich Data Scientist sage, woran denkt ihr? Was stellt ihr euch vor? Von Daten oder größeren Mengen von Daten, Auswertungen anstellen und so Erkenntnisse gewinnen? Okay, das ist die Definition. Ich habe eigentlich was ganz Einfacheres gemeint, und zwar, wenn ihr euch einen Data Scientist vorstellt, wie sieht Data Scientist aus? Und das ist natürlich Fangfrage, weil es gibt nur eine Antwort, und zwar nicht so wie ich. Ja? Männlich, weiß, unter 30 Jahre alt. Okay? Und das ist nicht gut, weil wenn diese Tools von nur dieser einer Bevölkerungsgruppe gemacht werden, dann sind sie nur gut für diese eine Bevölkerungsgruppe. Daher Zugang für alle. Was brauchen wir noch? Explainable. Ich muss meine Algorithmen erklären können. Ich muss erklären können, wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen. Und egal, was die Leute euch sagen, bei den neuen Technologien ist das nicht der Fall. Okay. Reproducible, das heißt, ich habe was gemacht. Es ist eine Wissenschaft. In der Wissenschaft ist es üblich, wenn ich irgendwas mache, dann muss der andere Wissenschaftler das auch machen können. Und wenn er oder sie das nicht machen können, da sollten Zweifel aufkommen.
reproducible. Und dann natürlich fair. Fair nicht zu allerletzten, weil es nicht wichtig ist, aber wenn man fair garantieren will, muss man die anderen drei zuerst haben. Okay. Soweit? So gut? Okay, jetzt erkläre ich euch kurz einmal, was diese ganzen Wörter bedeuten. Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Data Science. Was ist Artificial Intelligence? Erstens einmal, die Wörter sind schlecht ausgesucht. Intelligenz, es ist keine Intelligenz. Artificial, künstliche Intelligenz, also ich würde bevorzugen Augmented Intelligence. Es soll den Menschen nicht ersetzen, sondern dem Menschen ermöglichen, das, was er tut, noch besser zu machen. Warum nennen wir es aber trotzdem Intelligence? Weil wir den Algorithmen mit diesen Algorithmen Sachen tun können, die wir normalerweise für eine menschliche Intelligenz reservieren, so wie Bilder erkennen oder Sprache zu verstehen. Und es gibt bei der künstlichen Intelligenz auch zwei Arten. Es gibt Narrow AI und General AI. General AI existiert nur in der Science Fiction. Das gibt's nicht. Narrow AI, was heißt das? Das heißt, die Maschine, Algorithmus oder was immer kann ein Task. Eins. Okay? Wir können vieles, auch gleichzeitig. Eine Maschine kann auch so intelligent sein, wie der, wer immer das behauptet, kann nur eins. Okay? So, und was ist Machine Learning? Machine Learning ist nur eine Art von Artificial Intelligence. Wieso denn das? Weil Artificial Intelligence existiert schon seit 30, 40 Jahren. Und vor 30, 40 Jahren war Artificial Intelligence, ich sage dem Computer Schritt für Schritt mit Logik, was es zu tun hat. Und es hat sich erst in letzter Zeit entwickelt, dass wir was anderes machen können. Und zwar, wir geben dem Computer viele Daten und anhand dieser Daten erlernt es ein Muster und macht etwas. Und deswegen nennen wir es Learning, Machine Learning, aber das ist wieder, es lernt nicht, es erkennt Muster. Aber was ist so gut dran? Warum mögen wir das? Ich muss jetzt nicht mehr tausende Zeilen an Code schreiben. Es reichen nur ein paar Zeilen. Wenn sich die Daten ändern, ändert sich automatisch meine Funktion oder das Resultat. Okay, und ich zeige das kurz hier. Was ist außerdem so gut dran? Ich kann mit Machine Learning dem Algorithmus dazu bringen, Sachen zu tun, die man nicht Schritt für Schritt erklären kann, so wie Bilder erkennen und so weiter. Und es kann auch Spiele spielen und uns besiegen. Das geht mit Machine Learning. Okay, und wo passt jetzt Data Science hier drin? Data Science ist angewandte Machine Learning. Ganz einfach. Ich benutze Machine Learning, AI, Statistik, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Und das macht ein Data Scientist. Okay, ich möchte euch kurz bitten, selber mal Data Scientist zu spielen. Und das ist ein Problem, das kommt aus einer wahren Begebenheit. Ihr habt Daten vom amerikanischen Militär, von Flugzeugen, die aus Engagement über Europa zurückgekommen sind. Und anhand dieser Daten über Einschusslöcher sollt ihr beraten,
Welches Flugzeugteil sollte man schützen? Also extra panzern. Ich gebe euch eine Minute Zeit. Könnt ihr es euch überlegen? Also ich habe geschummelt, weil ich kenne die Lösung schon, aber ich kann es nicht. Nein. Also wer kennt sie noch nicht? Du sagst ja falsch. Gut, ich hätte auf Fuel System getippt. Okay. Das auch die größte Folge hat, wenn dort was einschlägt. Aber ich weiß jetzt auch schon, dass es die falsche ist. Andere? Ja? Ich hätte auch auf Fuel System getippt, weil wie ich Flugzeuge kenne, das nimmt einen ziemlich großen Teil des Flugzeuges ein einfach. Und je mehr man also an Fläche panzert, desto besser ist es wahrscheinlich. Okay, hier steht aber Einschusslöcher pro Quadratfuß. Also es ist alles relativiert. Es ist alles... Mhm. Also. Na. Ja, aber wenn du 10 Quadratmeter Fuel System am Flieger hast, dann hast du das mal 10 Einschusslöcher. Mhm. Also 15,5 Einschusslöcher. Also ja. Meine Logik. Ja. Also als normal denkender Mensch würde ich sagen, ich kann keine sinnvolle Entscheidung treffen, weil zu wenig Information da ist. Die Frage ist, welchen Aufwand muss ich treiben, um was zu schützen? Was ist überhaupt zulässig vom Gewicht des Flugzeuges etc.? Also ich würde eine ganze Reihe von Zusatzfragen stellen, ja. Aber ich bin halt keine Maschine. Ja, nein, das Problem wurde nicht von einer Maschine gelöst, sondern von einem Menschen. Er heißt Abraham Wald und war Statistiker. Und ja, es ist halt eine Fangfrage, aber die Antwort ist schon in der Frage drin. Und der Punkt hier ist, welche Daten fehlen? Es fehlen die Daten von den Flugzeugen, die abgeschossen wurden. Ja, hier habt ihr nur die Daten von den Flugzeugen, die zurückgekommen sind. Es gibt aber Flugzeuge, die wurden abgeschossen. Hallo? Ja? Ich finde mal eben das eine, was der Herr Waluschik gesagt hat. Und das zweite ist, es fehlt auch irgendwie so eine Art der Einfluss der Komponente auf die Ausfallswahrscheinlichkeit. Vielleicht ist es in manchen Teilen vertretbarer, mehr Einschusslöcher zu haben als in anderen. Ja, aber man kann das anhand dieser Daten erkennen, welcher Teil kann keine Einschüsse vertragen. Jetzt, wo ich euch gesagt habe, diese Daten sind nur von den Flugzeugen, die zurückgekommen sind. Was glaubt ihr, welche abgeschossen wurden? Engine. Die haben nur ein Einschussloch. Das heißt, mit zwei Einschüssen, was ist passiert? Abgestürzt. Okay. Das ist wirklich eine wahre Begebenheit. Und der Punkt ist, was wir aus den Daten lernen, ist nur so gut wie unsere Daten. Und wenn wir unsere Daten nicht wissen und wenn wir nicht wissen, was diese Daten alles abdecken, dann ist unserer Schlussfolgerung nicht wirklich zu vertrauen. Okay, ich überspringe das mal ganz schnell. Es passiert immer noch, dass wir
Daten haben, die nicht komplett sind. Und zwar wisst ihr das, dass die meisten medizinischen Studien keine Frauen haben oder Faktor Gender nicht anschauen. Ja? Und bis vor 10 Jahren hat man bei Frauen Herzinfarkt-Symptome nicht erkannt. Okay, obwohl wir Megadaten haben, also Big Data, aber es fehlen trotzdem Daten. Manche sagen, okay, die Antwort liegt in Sensoren. Sensoren aber lügen. Die können kaputt gehen. Sensoren schicken nicht ständig Daten, sondern nur ab und zu. Und was passiert in der Zwischenzeit? Okay. Das waren ein paar Beispiele, was geht mit Daten falsch, was geht mit dem Algorithmus, was kann man da alles anstellen. Hier ist ein Beispiel mit einem Deep Neural Network. Habt ihr schon davon gehört? Das ist das tolle neue Tool. Okay, und die sind ganz super in Bild erkennen. Und hier wollte jemand dem Tool zeigen, wie kann ich Hund von Wolf unterscheiden. Und hat es ausgetestet. Schaut eigentlich ganz gut aus, oder? Hunde, Wölfe. Die Wölfe sind alle im Schnee. Danke. Meine Pointe ist weg. Okay, die Maschine hat nicht Hund oder Wolf gelernt. Die Maschine hat Schnee oder nicht Schnee gelernt. Okay, das können wir jetzt erkennen, weil wir nur ein paar Daten haben. Aber das Problem ist, diese Maschinen lernen mit Millionen an Daten. Das heißt, wenn es irgendwo eine spurious correlation gibt, erkennen wir das nicht. Und der Algorithmus ist ein Blackbox. Die Daten kenne ich nicht. Das heißt, was da rauskommt, ist Hokus Pokus. Okay. So. Schnell mal. Super Bild erkannt. Da ist noch was im Bild. Was ist das? Könnt ihr das sehen? Ui, da sieht man das nicht. Schlechtes Licht, da ist ein Elefant. Okay. Menschen erkennen das Algorithmus nicht, weil ein Elefant gehört nicht in ein Zimmer. Okay. So. Das sind also Probleme mit Algorithmen. Und die Probleme entstehen, weil wir unsere Daten nicht kennen und weil wir unsere Algorithmen nicht verstehen. Und was kann man dagegen tun? Dagegen kann man tun, dass mehr Leute involviert sind in der Datensammlung, in der Datenverarbeitung, Algorithmen verstehen, Algorithmen testen und verstehen, was da rauskommt, um eine richtige Entscheidung zu machen. Und um das zu ermöglichen, haben wir entschlossen, NGOs einzuladen, uns ihre Probleme zu geben und gemeinsam dann eine Datenlösung zu finden, damit Leute, die normalerweise keine Berührung haben mit diesen Algorithmen, auch sehen, was da alles dazugehört und was da alles schief läuft, aber was da alles auch Gutes rauskommen kann, wenn ich es richtig mache. So, und das waren unsere Partner. Habe ich noch Zeit, um kurz ein, zwei Projekte? 3 Minuten, okay. Dann ganz schnell, Grün statt Grau, Bauwerksbegrünung. Und sie wollten schauen, anhand von Texten aus Magazinen, wo sind die Cluster an begrünten Dächern,
Kann ich legalen Text irgendwie extrahieren und Co-Occurrence, das kann ich jetzt nicht auf Deutsch, aber ich zeige es euch lieber. Okay. Und hier kann man veranschaulichen, je größer der Punkt ist, desto öfter werden hier begrünte Dächer erwähnt. Hier hat man automatisiert legalen Text erkannt. Und das sind die Co-Occurrence-Netzwerke. Und das ist Natural Language Processing. Das passiert anhand von Algorithmen, die Text bearbeiten. Wir hatten auch ein Projekt für Hilfswerk International. Es gab im April den Zyklon Idai und das war eine Riesenkatastrophe in Mosambik. Das hat auch zu Überflutungen geführt und wir wollten anhand von öffentlichen ESA-Daten überflutete Regionen erkennen. Und das haben wir auch geschafft im Hackathon. Man hat in den Satelliten hat man sogenannte Metadaten und anhand dieser Metadaten kann man erkennen, wo ist Wasser und wo ist Land. Und damit kann man automatisiert erkennen, was wurde überflutet und was nicht. Hier haben wir ein Cities Complaints Database. Anfragen kommen an die Stadt rein und wir können veranschaulichen, wo alles beanstandet wird und wie lange es dauert, um es zu berichtigen. Und zum Schluss haben wir ein Projekt mit Hilfswerk Österreich, 24 Stunden Betreuung, wo sie Probleme hatten, Patienten mit Betreuer zu matchen. Und wenn das einmal schief läuft, ist das für sie ein Riesenaufwand. Also wollten sie wissen, gibt es da Warnsignale? Und wir haben von ihnen die Daten gesammelt. Und ich kann euch sagen, PDF-Dateien sind das Allerschlimmste. Und die meiste Arbeit ist in den 3 Monaten vor dem Hackathon hier reingeflossen, um diese Dateien zu bereinigen und auch zu anonymisieren. Und trotzdem hat man dann eine Sentiment-Analyse verfassen können, um festzustellen, wo Warnwörter oder Warnsignale waren. Der Punkt des Hackathons ist aber keine fertige Lösung. Ja, es ist nur zu zeigen, was ist möglich und was muss ich alles tun, damit es richtig funktioniert. So. Wer Interesse hat, es gibt eine viel bessere Beschreibung auf unserer Webseite und die findet ihr hier auf diesem Slide. Kommt oder kommt nicht? Ja. Oder ihr könnt mich auch. Ach so, okay. Also dataforgood.vdsg.at, das ist unsere Webseite. Dort findet ihr Informationen über den Hackathon und die Resultate. Oder ihr könnt uns auch unter dataforgood@vdsg.at kontaktieren. Da sind entweder ich oder mein Kollege Christopher Kittel und wir antworten nicht immer gleich, aber eventuell bestimmt. Jetzt Fragen gibt, wird Rania gleich antworten. Okay. Und damit eröffne ich die Fragerunde. Wer will noch was wissen? Äh,
Wie beurteilt ihr eigentlich die Situation, dass die großen Frameworks, die für diese Technologien eingesetzt werden, alle von größeren Konzernen kommen wie Google, Facebook, ja, also die großen Firmen, die man kennt auch, und dass die kommerziellen Anwendungen eigentlich alle in den Clouds laufen, dort auf Basis derer Technologien? Ja, also unser Ansatz ist, wenn es nützlich ist, dann benutzen wir auch die Lösungen von den Großanbietern. Aber wir können uns die Lösungen oft auch selber zusammenbasteln. Das Wichtigste ist nicht, dass die Großanbieter die Lösungen haben, sondern dass mehr Leute Zugriff darauf haben und mehr Leute dann auch kontrollieren können, was da rauskommt. Das Wissen sollte nicht in den Firmen konzentriert sein. Und das ist der Punkt von Data for Good. Wir wollen das Wissen verbreiten. Also meine Frage zielt vor allem auch darauf hin, dass natürlich auch die Trainingsdaten dann dorthin gehen und das dann irgendwo in Asien landet oder in Amerika und es nicht mehr nachvollziehbar ist, wo diese Daten sind. Naja, nicht unbedingt. Also unsere Daten sind nicht in den Cloud, in dem Cloud von Google oder Amazon oder was weiß ich. Es gibt auch Open Source Solutions und man kann oft auch selber bestimmen, wo die Daten hingehen. Nicht immer, aber oft schon. Und wenn mehr Leute mitmachen, dann immer öfter. Zwei Fragen. Eine Frage zu dem Projekt. Wie ging es dann weiter nach dem Hackathon? Ist dann noch was mit diesen Ergebnissen passiert? Oder wird damit noch was passieren? Also mit Hilfswerk Österreich haben wir gesprochen. Sie haben einfach nicht die Ressourcen, um das als Datenprojekt umzusetzen. Also haben sie nur die Erkenntnisse mitgenommen, um halt das in ihr alltägliches Arbeiten einzubeziehen. Für andere Projekte hoffen wir, wollen die Datenteams, die im Hackathon zusammengekommen sind, wollen sie von sich aus weiter daran arbeiten. Und wir wollen schauen, ob wir für sie Fördermittel finden, damit sie das weitermachen. Das ist besonders beim Hilfswerk International Projekt. Das Smart Cities Projekt wird weitergeführt. Also die NGO will das umsetzen als Smart City Plattform. Und das wird bestimmt weitergehen. Und die zweite Frage wäre noch Thema Blackbox, dass man nicht genau weiß, wie die Systeme die Daten lernen, also lernen, was sie da genau machen. Mhm. Das ist ja ein generelles Problem, auch bei der Beauskunftung dann. Wenn man wissen will als User, was da eigentlich über einen zustande gekommen ist, wie könnte man dieses Problem lösen oder kann dieses Problem überhaupt gelöst werden? Dieses Problem kann gelöst werden, indem man mehr Druck ausübt, dass wir keine Algorithmen wollen, wo wir keine Erklärung haben. Es muss eigentlich reguliert werden. Und die Regulierung wird nicht passieren von sich alleine. Die Regulierung wird kommen, wenn es genug Druck von der Gesellschaft her gibt, dass wir das verlangen. Und damit wir so weit sind, müssen wir auch verstehen, was das alles überhaupt macht. Ich habe mich eine Weile mit neuronalen Netzwerken beschäftigt und damit programmiert. Mhm. Und
ich bin an den Punkt gekommen, ich habe es halt nicht irgendwie mit TensorFlow oder solchen Sachen, sondern ich habe einfach in einer bisschen kleineren Programmiersprache selber ein neuronales Netz zusammengestellt. Und das Problem war, ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich komplexere Systeme bauen wollte und ich dann entscheiden musste, rüber zu wechseln zu TensorFlow. Und es war mir dann von der Einarbeitung so zu komplex für ein Hobbyprojekt. Und meine Frage ist, kennst du irgendwelche Tools, vielleicht also visuelle Editoren, wenn man nur ein bisschen spielen will und noch nicht so ganz tief eintauchen mag, um vielleicht zu prototypen oder so? Es gibt derzeit mehrere gängige Libraries. TensorFlow ist zum Beispiel leichter geworden. Es gibt aber auch PyTorch und Keras. Und welches man bevorzugt, ist dann Geschmackssache. Dem ist hinzuzufügen, dass diese Tools sich ständig verändern. Also das, was ich euch heute sage, ist morgen vielleicht nicht mehr wahr. Ich habe eine Frage zu den Sentinel-Daten. Stand in den Metadaten direkt, welcher Pixel sozusagen... Ich höre nichts. Okay. Okay, jetzt. Zu den Sentinel-Daten stand in den Metadaten direkt, dort wurde Wasser erkannt, dort wurde Landmasse erkannt, oder habt ihr über die Metadaten nur die Koordinaten rausgekriegt und dann gesagt, hier sollte Land sein, hier sollte Wasser sein? Also anhand von den Metadaten erkennt man, die muss man zusammentun mit normalen Kartendaten, damit man dann erkennt, wo genau ist Wasser, also damit man lokalisiert, wo das Wasser ist und wo nicht. Das gehört aber auch zu einem datenwissenschaftlichen Projekt, dass man die Daten nicht nur aus einer Quelle bezieht, sondern weiß, wie man aus mehreren Quellen die Daten zusammentut, um etwas Nützliches herauszufinden. Ja, es gibt nachher noch die Möglichkeit, weiter zu plaudern. Danke für deinen Vortrag. Vielen Dank.